Shaders initialized. Yay. The studio's right there. For whom included? Einen schönen guten Abend. Ein herzliches Willkommen und Hallo zu einer weiteren Folge von Wir heben mal einen Keller aus. Wir haben ja schon angefangen mit einem schönen Basiskeller für unsere Tierzucht. So, und jetzt ist nun die spannende Frage, ob das muss noch größer. Das ist mir nämlich am Ende dann doch noch aufgegangen, dass es ein bisschen mehr wäre. So. Müssen wir hier noch die Dings rausholen. So. So. Das funktioniert nicht so, wie ich es mir dachte. Okay. Gut, immerhin schon einer. Das heißt, ich hau jetzt hier oben drüber die Steine noch weg. Das war da was. Na, da. Noch weg. Genau. So, und dann können wir nämlich so. Genau. So. So. Genau. Weil wir haben ja Portale. Wir haben die Portalgang. Dies heißt wiederum, wir können das so machen. Jetzt haue ich hier die Steine noch raus, weil die brauchen wir nicht. Die Fackel wäre vielleicht ganz praktisch. Mal gucken. Ist alles auch ein bisschen rötlich durch die Fackeln, ich weiß nicht. Vielleicht doch nochmal einen anderen Shader ausprobieren. Aber das machen wir dann demnächst. Oh, Kohle. Kohle ist gut. Kohle ist gut. Weil das ist ja der Nebenaspekt von dem, was wir hier tun. Ressourcen zu farmen. Ein paar Level vielleicht für Verzauberungen oder so. Und ich habe ja mitgekriegt, auch in der 1.6 gibt es schon Pferde. Könnte ich also auch darüber nachdenken, mir ein Pferd zuzulegen. Wie machen wir denn jetzt weiter? Warte mal. Lass mal hier noch eine Fackel hin. Da mal einen Block noch zum Verstecken, zum Absetzen. Ja. So. 1, 2, 3, 4. Mit dem sind es 5. Das ist eigentlich die richtige Tiefe. Da müssen wir auch gleich wieder Boden natürlich auskleiden mit Cleanstone. Wahrscheinlich müssen wir am Ende sowieso was ganz anderes reintun. Aber erstmal machen wir das so. Mit der Portal ist das echt ganz praktisch. So, mal ein Fäckelchen rein. Und weiter geht's. Ich höre auch Kreaturen der Nacht. Okay. So. Wirklich spannende kommt denn sowieso alles später. Gut. Müssen wir dann gucken. So, insgesamt funktioniert das doch besser, als ich gedacht hätte mit diesem blöden Mod.
Also am Anfang hat es ja noch ein bisschen rumgezickt, aber hat was. Kann man mit leben. Kann man mit um. So. Das heißt, hier eine Fackel, da eine Fackel und da wieder die Dinger. Na, ich würde sagen, wenn ich das hier komplett vorne trenne, das dann hier als wirklich einen Farmraum nehme, ist das okay. Weil wir müssen auch hier unter der Erde noch anfangen, dann Getreide anzubauen und so weiter. Das müssen wir auch gleich tun. Vielleicht dann auf der nächsten Ebene, die hier drunter liegt. Müssen wir mal gucken, wie groß das jetzt wird. Das kann ich gerade noch nicht abschätzen. Auf jeden Fall. Ja. So, und ein nebenläufiges Projekt, das ich vielleicht auch erwähnen sollte, möchte, ist, da ich ja nun auf meine vernünftige Internet-Upload-Geschwindigkeit verzichten darf, habe ich dafür gesorgt, dass ich von einem Minicomputer aus die Minecraft-Folgen in die Welt pusten kann. Soll heißen, ich lade, wenn ich hier fertig bin mit Aufnehmen, die Sachen auf eine auf einen kleinen Pi und der schiebt dann die Daten zu YouTube. Das ist ganz praktisch eigentlich. Ich wette, hier muss ich das Schema durchbrechen. Oder so. Außerdem fehlt mir sowieso, hier in der Mitte muss ich dann sowieso so einen Kronleuchter wieder hinmachen. Also die Mitte haben wir ja jetzt so fast. Das ist nämlich hier. Und hier. Hier ist die Mitte. So. Kann man die nicht an die Decke kleben? Doch, kann man. So, das ist die Mitte des Raums. Erstmal geht es nicht anders als genau so. Ich könnte jetzt den Raum noch einen Ticken tiefer setzen, aber naja, mal gucken. Auf jeden Fall ist das jetzt aktuell die Mitte. Ja, toll. So, ja, habe ich ja genug von gemacht. So. Ein bisschen fummelig ist das schon, die Blöcke dann da reinzusetzen, aber... Naja, ohne den wird es auch nicht gehen. Ist jetzt bloß die Frage, was wir hier dann... Also eigentlich müssten ja hier die Dinger wieder hin. Um dasselbe Look and Feel zu kriegen. Das heißt, da wäre eine Fackel. Dann... Na, an der Stelle muss ich das Schema durchbrechen. Weil sonst... ist es nicht symmetrisch. Siehst du, ich muss mir angucken, wie man Trichter macht. Also hier, ach mein Gott, englisches Wort, dafür ist mir entfallen. Ja, wie dann bei mir hier heißen werden. Deutsche Wort ist Trichter. Also mit dem Lightning ist es noch nicht so ganz optimal manchmal, ne? Ganz gut aus und da sieht es echt kacke aus. Ja. Muss mal gucken, wie man diese Shader dann endgültig vernünftig einstellt. Auf jeden Fall sieht es etwas hübscher aus als sonst. Das kann man schon feststellen. So. Nee. Geh runter. Zip. Yep. Zip. Da ist das mit dem Fallen richtig. Aber dass die Blöcke dann auf einmal fallen, ne? Sonst bei Minecraft steht ja alles in der Luft. Muss man sich auch erstmal dran gewöhnen? An diese Umstellung? Ist ja ganz anders als sonst. Ganz, ganz anders. So. So. Und das wäre es ja eigentlich, ne? So.
das Lightning-Level hier drin, das müsste eigentlich gut sein. Warte mal. Ich mach mal kurz was. Shader. Nö. Dann. Back to game. Ja. Ja, das reicht. Das reicht. Welcher war es denn jetzt? CUDA Ultra Preview, glaube ich. Trick Block Damage. Na, machen wir das mal. Back to game. Ja, es sieht besser aus. Ja. So, eine Einstellung weiter. Sieht schon gar nicht mehr so unvernünftig aus, wie es eben noch aussah. So, das heißt, wir können hier drin dann Erde ausbreiten und Tiere halten. Eigentlich ist der Raum auch groß genug für beides. Mal gucken. Eigentlich hiervon ausgehend, wo ist es da? Ja. Oder? Ja. Wobei wir die Ecke noch rausnehmen. Um dort die ersten Dinger hier zu machen. Genau. Dann kommt auch eine Dreierwand. Ha, da kommt die her. Na, wer hätte das gedacht? So. Ja, das ist auch richtig. Ja. Noch zwei weg. Nee, noch mehr, ne? Weil in die Ecke soll ja auch wieder einer. Da kommt die Fackel und hier kommt die Ecke. So, Ecke. Fackel. Ach ja, ich mag ja die Symmetrie der Einfachheit. Das sieht aber noch am besten aus. Ah, hier auch noch ein bisschen... Vielleicht den bergigen Charakter noch ein bisschen rausarbeiten, indem man doch hier und dort noch ein bisschen Holz setzt. Statt der... Naja, es kommt ja jede Menge Holz jetzt dazu durch die... durch die, ne? Genau die. Bis da. Nee, durch die Zäune. Weil ich möchte die Tiere ja nicht mit den Steinzäunen einfärchen. Das ist dann auch irgendwie doof. Sieht auch doof aus, glaube ich. Oh, der kommt auch noch ab. So, Lightning Levels droppen nach unten. Schon fast wieder vorbei. Ach, mein Rechner brummt so schön im Hintergrund. Vielleicht soll ich doch mal irgendwie noch mal ein bisschen Zeit investieren, um rauszufinden, was da brummt und das ein bisschen leiser hinkriegen. Ich befürchte fast, es ist die Aufnahmeplatte. Weil ich musste eine eigene Festplatte dafür jetzt einbauen, damit ich auf eine Framerate komme, die sich sehen lassen kann. Also beziehungsweise, naja, die Framerate konnte sich auch vorher schon sehen lassen. Problem war nur, dass Minecraft, also das Spiel an sich, lag auf demselben Festplattenarray wie die Aufnahme. Das heißt, wenn Minecraft fröhlich dabei war, nicht noch mehr, fröhlich dabei war, Dinge zu speichern. No? So, tut es ja hin und wieder. So was Böses. So, das kommt auch noch weg. Zack. Dann hatte ich echt Probleme. Tja, jetzt habe ich das doch ein so weit gebaut. Boah, ich meine Symmetrie verloren. Ein Abstand. So. Jetzt kommt hier Fackel. Zwei Abstand, Fackel. Kommt hier das. Dann kommt Fackel. Zwei Abstand, Fackel. Ha.
Ah, ja, okay. Das ist einfach falsch. So. Genau. Und dann kommt Fackel, zwei Abstand, Fackel. Genau. Na, sieht doch schon gut aus. Auch wenn das hier mit den Schattengebungen durch den Shader, naja, gewöhnungsbedürftig beschreibt es, glaube ich, am besten. Aber eigentlich, wir haben es ja ohne Shader eben gerade kontrolliert. Wir haben genug Licht hier in der Bude, dass das funktionieren müsste. So, und dann trennen wir den Raum auf mit Holz. Wir haben 6 Dirt. Aber jede Menge Cobblestone jetzt. Nun gut. Ach, Öfen haben wir ja auch schon. Na, hier oben muss ich jetzt auch noch ausbauen. Ist gerade Tag oder Nacht? Oh, es ist Nacht. Shaders initialized. Yay. So.